Hallo Leute, willkommen hier zurück bei Valheim. Ich bin mal ganz alleine wieder unterwegs, weil ich euch jetzt das vermeintlich größte Langhaus zeigen möchte. Wir haben jetzt doch sehr viel rumprobiert und haben es letztendlich auch geschafft, das Ding sicher zu bauen. Ich habe mal extra ein bisschen weiter weg angefangen, um die Dimension euch mal aufzuzeigen hier von diesem Riesenhaus. Das werden wir drin aber gleich nochmal im Detail auf jeden Fall auch sehen können. Ich schaue mir das nochmal von hier oben an, dass ihr das auch nochmal von hier sehen könnt. Da liegt bestimmt was drin. Da wieder was zum Verarbeiten. Ja, perfekt. Machen wir mal voll so. Und zwar, das ist schon ein ganz schöner Batzen und ich weiß nicht, ob es größer gibt. Größere gibt. Wenn es größere gibt, dann müssen die aber innen sehr krass gestützt worden sein. Ich zeige euch das Ganze gleich mal. Oder vielleicht gehen wir erstmal über das Dach. Ich nehme mir den Hammer mal in die Hand. Dann sehen wir jetzt hier schon, dass wir hier an sehr kritischen Punkten sind. Also das ist gerade noch so orange. Das ist noch nicht rot. Aber ich habe bestimmt insgesamt, hier wollte ich mal gerade schauen, das sah aus, als ob hier was defekt wäre vom Weiten. Ist aber nicht so. Also ich habe bestimmt, also nicht wirklich eine ganze Woche gebraucht, aber doch einige Stunden. Ich habe hier alles Mögliche versucht und das zeige ich euch jetzt von innen mal, wie wir das hinbekommen haben. Boah, ist das ätzend hier ohne Ausdauer. Da soll ja irgendwas bei dem Update auch passieren mit der Ausdauer. Ich habe noch keine Info gefunden, wo da genau darauf eingegangen wird, inwieweit sich da etwas ändern wird. So, wir müssen auch hier natürlich alles anheben. Es ist ein bisschen blöd. Ich habe so meine Probleme mit Terraforming, weil wir merken, doch, wenn wir jetzt auf den Server joinen, lädt er die Map manchmal noch alles neu nach. Also alles, was wir hier verändert haben, wird nach dem Join auf dem Server halt berechnet. So, die packe ich auch gerade mal weg. Ich zeige es euch gleich oben. So, da haben wir auch schon wieder einige da. Und zwar, hier ist das Ganze nicht so das Problem gewesen. Hier sind ja unsere Einzelräume. Übrigens, ich habe jetzt hier Gemütlichkeit 17. Das vielleicht mal in einem anderen Video. Da ist Penny Inge. Hat noch gar nichts eingerichtet. Hier ist Rotan und hier ist der IPIC. Der hat sich sogar zwei Etagen gebaut. Also eine zweite Etage, besser gesagt. Ja, Fenster haben wir jetzt auch noch nicht drin. Das kann jeder dann in seinem Raum selber entscheiden, was er da dann haben möchte. Und hier werden wir dann jetzt am Ende, wo eigentlich unsere Schweinefarm ist. Die muss natürlich verschoben werden, weil wir möchten auf jeden Fall bei dem Langhaus auf jeder Seite drei Blöcke, also drei Gehwegsblöcke drumherum haben, bevor wir dann, ich zeige das auf der Seite, da sieht man das schon ganz gut, bevor wir dann, wobei hier sehe ich gerade, haben wir das ja komplett ausgefüllt, aber 2, 3 und bevor dann hier zum Beispiel das Beet anfängt. Ich gehe mal gerade ins Bett. Dann habe ich auch ein bisschen Power. Es sind Gegner in der Nähe. Ja, komm, das glaube ich dir nicht. Na, komm. Leg dich doch hin. Da fang ich die Aufnahme an und es wird dunkel. Unter dir das weite Valheim. So, das Problem aber, weil hier konnten wir durch die Trennwände Zwischenböden einziehen. Wir mussten aber auch da oben offen lassen. Das überlege ich mir noch, ob ich das vielleicht nicht bloß in der Mitte auflasse. Oder nur da, wo der Rauch wirklich herzieht, eben dann mit der Rauch abziehen kann, müssen wir das offen lassen, dass der oben rauskommt. Das ist in jedem Raum so, aber ich glaube, ich mache wenigstens die Seiten hier noch zu. Mal überlegen, da könnte man eventuell auch Dach nehmen, das ist egal. Problematisch wurde das Ganze auf jeden Fall hier in der Eingangshalle. Wir sehen jetzt auch, dass die Tür natürlich nicht schön mittig ist zu diesem Torbogen da oben, leider. Wäre auch nicht möglich, weil die Tür ist zwei breit und hier wäre das die Mitte und wir hätten dann auch den Platz für unsere, ja, ich sag, nenn's mal Werkstatt und unsere Kochstelle nicht.
Bei der Kochstelle müssen wir noch mehr Platz einrechnen. Bis zum nächsten Update oder mit dem nächsten Update, weil da kommen wohl ein paar Koch-Upgrades dazu, also für die Kochstelle. Das überlegen wir uns. Vielleicht stellen wir dann einfach einen Teil wieder draußen hin, wie wir das auch bei der Werkbank und der Schmiede hier getan haben. Weil das steht ja auch hier draußen. Und das ist aber alles verbunden. Also da gibt es kein Problem. Wir haben hier die 5. Und hier haben wir die 7. Ja, jedenfalls war das das Problem. Ich habe wirklich immer wieder eingerissen und neu gebaut. Und jetzt nehmen wir hier auch mal den Hammer. Das hält aber soweit erstmal. Ich hoffe, mit dem Update kommt keine Statikänderung, sodass das dann hier nicht mehr hält. Das wäre echt ärgerlich. Und was wir benutzt haben, oder mit, wo ich dann gesehen habe, das bringt ja vielleicht was, dass wir hier dann doch die Kernholz-Rundbalken genommen haben, um komplett bis zur Decke oben abzustützen. Weil die etwas stabiler sind und auch, glaube ich, eins oder zwei weitergehen. Ich weiß nicht genau gerade. Und leider ist es jetzt natürlich so, ups, dass wir dadurch, Mann, hallo, im Lager jetzt Säulen haben. Aber das lässt sich nicht vermeiden. Weil wenn ich die jetzt nur hier oben drauf baue, dann hat das hier auch keine Stabilität. Und die Rundbalken aus Kernholz, die fangen dann hier orange oder, weiß ich nicht, ja, orange an. Ja, jedenfalls nach oben durch. Genauso wie hier auch an den Rändern, also an den Außenwänden. Und oben habe ich gar nichts mit normalem Holz gemacht, außer natürlich die Dachverbindungen und da oben die. Aber man sieht schon, nee, das sind auch die Rundhölzer. Die sieht man jetzt nicht, die sind hier unter diesen Rundhölzern. Ich habe oben alles mit Rundhölzern verbunden und hier geht es schon ins Rötliche. Weil der hier am wenigsten gestützt ist. Das ist halt leider so. Ich habe halt versucht, ob man die dann so nochmal verbinden soll. Aber das ist dann überall wieder nur viel mehr Gewicht, was drauf ist. Und wieder etwas mehr, was anliegt. Deswegen weniger ist echt manchmal mehr. Denn je mehr man an was Rotem dran baut, umso mehr wird es rot. Das ist jetzt so meine Erkenntnis. Ich bin aber sehr zufrieden, dass wir das hinbekommen haben, ohne dass wir jetzt irgendwie die Dachkonstruktion an sich ändern mussten. Wir wollten schon erst spitz, dann flach. Und wir wollten oben auch diesen Rauchablass hier lassen, durchgehend. Das sind immer 6 Felder hier dazwischen, bis diese Kreuze kommen. Weil, ja, ohne Rauchabzug sieht es halt doof aus. Und den wollten wir nicht nur hier an den Rändern haben. Ich finde das passt so irgendwie mehr zu einem Langhaus und es sieht halt ein bisschen imposanter aus. Natürlich, wenn man hier den Dachgiebel reinsetzt, ob nun flach oder steil, der stützt das Ganze auch nochmal mit sich. Also ein Giebel, der hält im Bauwesen, sag ich mal, hält da auch noch was von der Kraft, aber das wollen wir eben vermeiden und ich bin froh, dass das geklappt hat. Ich habe dann eben noch angefangen, hier die Mauer komplett anzugleichen, auch hier draußen im Boden. Komplett an das Muster des Hauses anzupassen. Also das ist jetzt wirklich hier in einer Linie. Natürlich hier sieht man, wo da vorher der Abschluss war. Das ist natürlich jetzt noch nicht angepasst, weil ich weiß auch noch nicht, wie es draußen weitergeht. Also wir werden hier wahrscheinlich das alles wieder anheben. Vielleicht machen wir auch hier diesen Hang weg, also ein bisschen sachter. Und dann mal sehen, wie später das Tor drum, das Tor und ja, der Schutzwall drumherum gebaut wird. Eigentlich finde ich es ganz schön so, aber ich kann mir vorstellen, dass wir den einfach noch ein Stück rausrücken werden. Einfach damit wir dann auf dieser Seite Möglichkeit haben zu farmen. Hier unten der Schweinestall soll wiederkommen. Wo wir den dann hinsetzen werden. Das zeigt sich auch, wenn wir dann hier mit dem Terraforming beginnen. Ich habe auch schon so ein bisschen angefangen. Hier habe ich überall schon nach oben gesetzt. Also das war ja direkt mit dem Haus, war hier schon der Abhang. Das habe ich jetzt schon hochgesetzt, aber wir müssen überall höher. Und wir müssen dann gucken, dass wir das hier vorne irgendwie so flach runtergehen lassen und dann diesen Weg
bis unten zu meinem eigentlichen Haus, was wahrscheinlich jetzt nur noch so ein Hafenpunkt wird, durchzuführen. So haue ich da hin. Also, dass wir diesen Weg hier so gerade vorbeiführen und dann das ganze Konstrukt möglichst schön Terraforming-mäßig in die Landschaft einbringen und dann auch eine Mauer drumherum bauen, den Schweinestall wieder drumherum bauen. Wir brauchen auf jeden Fall eine... Da unten baut der Rotan. Da kann ich leider nicht rein. Der hat einen Schutzstein gestellt. Oh, die Tür ist offen. Dann kann ich ja doch mal kurz zeigen. Was hat der denn hier gemacht? Ach, siehst du, die Teile fehlen noch bei unserem Langhaus. Ja, der hat sich halt hier so eine kleine Hütte hingezimmert. Aber ich bin mit der großen Hütte da oben sehr zufrieden bis jetzt. Also man hat schön viel Platz. Habe ich es aufgenommen? Ich nehme mal an, er hat es. Das Essen, ja. Ja, alles keinen Sinn. Die Bäume müssen wir hier fällen. Die haben wir extra gepflanzt für diesen Umbau. Aber wir sind gerade so hingekommen mit dem Holz, was wir da hatten. Na. Ja. So, und hier sieht es halt eben etwas wild aus, weil das muss hier alles weg. Hier habe ich schon angefangen, die Hütte oder diesen Unterstand da auseinanderzunehmen. Das steht jetzt erstmal hier. Das Spinnrad und diese andere Werkbank. Dann sollte irgendwie in diese Richtung auf jeden Fall ja, unsere Fermentiere auch wieder stehen. Da könnte man auch überlegen, die vielleicht nicht hier hinzusetzen, damit nicht alles auf der einen Seite ist. Wir können auch wieder mal ein paar Bienen... Oh, da, was ist denn das noch? Ein paar Bienenstöcke bauen, das müssen ja nicht viele sein. Und im Lager ist jetzt halt ein bisschen mehr Platz. Also wir haben hier, glaube ich, insgesamt 4 Kisten mehr. Und Ziel ist eigentlich später auch noch die großen Kisten überall reinzustellen. Dann haben wir so was im Lager. Das Platzproblem immer so zwischendurch war, das ist damit gelöst. Die Trophäen, die sind erstmal hier. Alphabetisch jetzt sortiert, auch mit Schild. Da ist halt noch nicht viel. Ich glaube, es fehlen auch zwischendurch welche. Also ich habe nicht alles. Ne? Ne, hier waren sie doch. Da fehlt mir eine Trophäe, definitiv. Und hier, also mindestens 2. Ob hier hinten noch irgendwo eine dran fehlt, weiß ich jetzt nicht. Wobei theoretisch Eiktier, Skelett, der Uralte. Ne, die habe ich da. Schleimling, wo ist denn hier die? Drachenmutter habe ich auch. Jedenfalls, es fehlen noch einige. 2 mindestens. Ich will jetzt nicht wirklich alles abgleichen. So, was aber der Vorteil ist, wir haben ja jetzt hier die obere Etage und da haben wir jetzt auch endlich mal das ganze Werkzeug sortiert. Also, ja, ist ein bisschen viel Platz, ne, für ein zerlumptes Hemd, aber ich weiß ja nicht, die anderen müssen ihre Kisten ja auch noch aussortieren. Dann wird hier noch einiges mit einsortiert. Hier oben, also Trolllederrüstung, Bronze, Eisen, Schilde, Knüppel, Bögen, Pfeile und hier drüben auch nochmal so Werkzeug, Fackeln, Holzwerkzeug, Holz und Stein, Bronze, Eisen, Sonstiges. Da habe ich jetzt halt, ja, wie diese Hacke drin, könnte man eigentlich zu Stein packen. Dann Schwerter, alles Mögliche oder die Streitkolben oder Adgeir. Und das Schöne ist eben, hier oben kommt man jetzt direkt raus, auch zu unserer Windmühle. Da rege ich gleich nochmal ein bisschen nach. Auch hier habe ich nochmal ein bisschen angepasst. Habe jetzt hier oben die Stufen hingepackt. Die Stufen, sage ich schon, die... Ja, die Gehwegsplatten. Dann sieht man auch nicht mehr... Ja gut, das kann man alles noch ein bisschen optimieren. Hab Wiese hingesetzt, die sehe ich gerade. Da muss eigentlich ein Weg hin... Habe ich das Werkzeug dabei? Hada. Ach, hier fehlt jetzt wieder die... Hatte ich doch eigentlich hingesetzt. Okay, Steinmetz fehlt.
Ja, das ist Feinschliff. Das kann man dann alles zum Schluss noch machen. Also das finde ich jetzt so schon ganz gut. Die Frage ist, ob wir das mit dieser Kante jetzt hier so lassen oder das hier sich alles dann so auch so einfach nach unten planiert wird. Dass es hier einen größeren Vorhof gibt. Aber das kommt dann alles nach und nach. Das kann auch schon mal weg. Eigentlich auch die Hütte. Würde ich vielleicht einfach im nächsten Part dann auch mal anfangen hier. Dass wir schon mal langsam den ganzen Kram entfernen, wenigstens. Und dann... Oh, da ist irgendwas kaputt gegangen. Da war eine Kiste oder was? Na komm her, packen wir das da rein. Nicht, dass das die spawnen, wenn ich jetzt sehr lange AFK rumstehe. Die Kohle, die habe ich jetzt auch aus dem Lager entfernt. Die haben wir jetzt hier direkt bei der Schmiede. Ich finde das irgendwie passender. Einfach, weil ich hier noch eine Kiste sparen wollte. Also eine Stelle, wo etwas reinkommt. Ich glaube, da habe ich dann... Was habe ich denn stattdessen da hingepackt? Ich weiß... Ach so, ich glaube Wolfspelz. Da hatten wir noch keine Kisten. Und es ist eben blöd. Man kann die hier mit reinpacken, aber wenn es dann voll ist, ist es eben voll. Und es gibt da wohl mit dem Update einiges neuen Sachen, sodass man auch nochmal in die Gebiete reingeht, wo man dann viel Wolfspelz mitnimmt, Lockspelz sowieso. Wir wollen eben für die Zukunft ausgesorgt haben. Ja, dann würde ich sagen, Beleuchtung fehlt noch. Da ist eine Fackel, also das ist alles nur so provisorisch bisher. Also der Feinschliff kommt noch. Die detailgenaue Einrichtung. Aber da habt ihr erstmal ein Update. Über das große Langhaus. Vielleicht kann man auch nochmal Dächer hier so über den Eingangsbereich machen. Oder zieht das generell alles ein Stück höher. Ist egal, sind ja keine Grenzen gesetzt. Jedenfalls, ich bedanke mich fürs Einschalten. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und vielleicht könnt ihr mal irgendwie so... Schreibt mal, ob ihr ein größeres Langhaus habt, wie ihr das mit der Stabilität gemacht habt. Innen drin, ohne dass ihr unten alles voller Streben habt. Weil man kann das natürlich besser bauen, aber dann hast du trotzdem keine zwei Etagen mehr möglich, weil du halt Haufen Querstreben, also diagonal hier drin reinbauen musst, damit die ganze Konstruktion hält. Schreibt es gerne mal in die Kommentare und wir sehen uns dann im nächsten Part. Haut rein, bis dahin. Tschüss.